Ja, ihr zwei, ich freue mich. Wir können heute ein bisschen quatschen. Es ist ja schon einige Zeit her. Wir hatten ja schon mal Interviews, einmal mit dir, jetzt sind wir zu dritt. Ja. Was fangen wir denn an? Wir fangen mit einem Klassiker an. Wie geht's euch denn? Ich meine, wir haben das letzte Mal kurz vor dem Boxkampf miteinander gesprochen. Ist ja auch einiges passiert seitdem. Erzählt mir mal, wie Ja. geht's euch? Ja, Ja, uns uns geht's geht's mega ja. gut. Also unsere Beziehung, ja, ist sehr fest. Und ja, es hat sich halt ja viel auch für die Zukunft Ich und glaube, unsere Liebe ist jetzt nochmal auf einem ganz anderen Level wie vorher auch. Es ist halt, wie gesagt, einiges passiert. Man wird jetzt ja mal unabhängig vom Promi-Boosten demnächst auch noch eine Show sehen, die wir gedreht haben. Die kommt auch ab November auf Join, wo unser Leben begleitet wurde. Und da wird man einiges sehen können. Da sieht man auch, dass unsere Liebe, glaube ich, mittlerweile auf einem ganz anderen Level stattfindet. Ja, sehr cool. Was ist das denn für eine Show? Dann fangen wir direkt an. Man hört ja immer mal so ein bisschen Gerüchte, was es gibt und was es nicht Das gibt. Und Problem ist einfach, dass wir da auch noch nicht drüber sprechen dürfen. Das ist das Problem. Aber das kommt auch bei dem Fernsehen und das dauert auch nicht mehr so lange. Und ich bin gespannt, wann wir endlich Werbung dafür machen dürfen. Kann auch nicht mehr so lange Also, dauern. ich sag mal so, den Titel der Show dürfen wir natürlich nicht sagen. Aber es geht darum, wir leben ja hier auf Mallorca und wir wurden halt 6 Wochen intensiv begleitet, wie unser Leben aussieht. Und da haben wir natürlich wirklich von A bis Z das Team mitgenommen und haben ihnen halt wirklich komplett unser Leben gezeigt. Aber wirklich von Kleinigkeiten angefangen in der Wohnung bis hin zu großen Sachen, die öffentlich draußen stattfinden. Und eine ganz besondere Sache, aber das werdet ihr noch sehen. Genau. Da wird was ganz Tolles bei sein. Viele tolle Okay. Sachen. Was gab es denn für einen Grund, dass ihr überhaupt nach Mallorca dann quasi. Ihr seid jetzt ausgewandert, ne? Ihr lebt ja da, habt ihr gerade gesagt? Also wir pendeln ja schon seit 4 Jahren hin und her und sind am Überlegen, wandern wir jetzt komplett hier auf, aus und geben wir alles auf, jetzt in Deutschland. Also es war immer eine Frage, die wir uns gestellt haben, ob sich das alles so lohnt, hier zu leben auf dieser Insel. Er ist mehr überzeugt als ich, weil für mich ist so, hier kannst du nicht mal ein Auto klauen, am Ende der Insel wirst du sowieso erwischt, sagen wir mal so. Du kannst es nicht Hast du so verschleppen. Pläne? Ja, Also, nein, ich habe nicht diese Pläne, aber das ist ich so. wollte nur sagen, wir schreiben so als Überschrift: Desiree Hansen möchte Auto klauen. Nein, möchte ich nicht, aber es ist halt sehr klein. Also ich mag da zum Beispiel, wenn ich bei uns in Düsseldorf bin, ich habe heute mal Lust, nach Köln zu fahren, nach München zu fahren. Ne, das kann man alles mit dem Auto. Hier muss man immer mit dem Flieger irgendwo hin. Alles muss geplant sein. Man kann nicht mal eben sagen, so, jetzt machen wir mal einen tollen Urlaub in Paris oder so. Man muss immer fliegen. Aber da muss ich dich unterbrechen. Das Schöne daran ist, Du sehr gerne. wenn wir hier auf der Insel einen Termin haben, dann fahren wir maximal eine Dreiviertelstunde, weil dann sind wir eh auf der anderen Seite der Insel angekommen. Ja, Von daher alles. aber du weißt ja, was ich meine, ne? Und aber es ist wunderschön hier. Wir haben hier ganz tolle Fleckchen auf der Insel und wir haben immer tolles Wetter. Ja, was soll ich sagen, ne? Also es lohnt sich auf jeden Fall, fürs Wetter hierher zu kommen. Und wir haben das jetzt 4 Jahre hin und her gemacht, wegen meiner Musik und überlegt, ne? Ja, und jetzt. Wir dürfen es jetzt offiziell verkünden, ab April sind wir komplett Mallorquiner und Mallorquina, du bist so geil. Ja, wir wandern aus. Ab 1. April, wir haben ein Haus hier. In, sage ich jetzt nicht, ne? Nee, noch nicht. Nee, noch Das sagen wir nicht. noch nicht, wo es Okay. ist. Auf Ja, und wir Mallorca, genau. werden Auf Mallorca auf jeden Fall. Und das ist auch gar nicht so weit entfernt von Arenal. Das habe ich extra so gelegt, weil ich möchte gerne, ganz ehrlich, so mal für 10 Minuten mit dem Auto irgendwo hin und nicht jetzt erstmal eine Dreiviertelstunde Auto fahren müssen, um hierher zu kommen. Hier ist nun mal alles das, was stattfindet, mit meiner Musik, meine Leute, meine Freunde, alles ist hier. Und aber ich höre jetzt so ein bisschen raus. Also es hört sich, eben habt ihr ja gesagt, die Beziehung ist, wenn man es jetzt mal so ganz theatralisch sagen will, auf einem neuen Level. Es ist alles irgendwie anders geworden, noch ein bisschen enger. Dann ist es ja auch so ein bisschen ein Neustart, so, ne? Wenn man da sagt, ihr seid ausgewandert, so ganz alles von vorne neu. Also es wird sich quasi alles ändern. Wie gesagt, ich bin ja selber schon gar nicht mehr in Deutschland gemeldet. Ich bin ja eigentlich nur noch hier im Ausland. Und ja, dadurch, dass Desi jetzt natürlich dann auch komplett hier nach Spanien kommt, wird das natürlich auch nochmal was ganz anderes. Wir haben ja schon ein sehr geiles Haus in Deutschland gehabt.
Jetzt haben wir natürlich noch mal was Geileres und ja, es geht halt immer weiter voran. Es wird auf jeden Fall nicht Ja. langweilig werden. Das nächste Jahr wird auf jeden Fall noch viel, viel spannender werden. Ja, okay. Nicht langweilig ist ein gutes Stichwort. Was macht das Tattoo? Also irgendwie, egal welches Interview ich gebe, also dieses Tattoo, das wird immer angefragt. Ja, ist ja auch Darum was sagst du. Besonderes. Aber Genau. Es ist auf jeden Fall für immer und ewig auf meinem Bein, definitiv. ja. Aber ich weiß nicht, ob es für immer und ewig dieses Motiv bleibt. Wir werden sehen. Ah, okay. Okay, das Man läuft dann muss auch unter. Wir werden sehen, genau. einfach, glaube ich, so ein bisschen, wenn man mehr wissen will, muss man einfach mal so diese Storys zwischendurch sehen, wenn sie am Strand ist oder sowas sind. Ja. Oder Oder halt ne, unsere Show gucken. ja. Mal sehen, was passiert ist. Ja, Es könnte in der Show auch was okay. passiert sein. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Auf Join, Ja. ne, sagtet ihr. Ich würde so gerne erzählen, ich würde so gerne dir alles sagen, aber ich darf es nicht. Das ist das Ja, aber wir wollen Problem. es ja auch, man will ja nicht auch bei allem gespoilert werden, ne? Man möchte es ja auch, Ja. man möchte es ja auch am Ende sehen. Richtig, Genau. deswegen Genau. ab November auf Join. Ja, jetzt habt ihr ja schon angedeutet, dass es wird sich noch einiges tun jetzt, sowohl dieses Jahr als auch, ich meine, klar, wie gesagt, Promi-Büßen ist jetzt noch dieses Jahr, fängt dieses Jahr an. Nächstes Jahr seid ihr dann auch im Fernsehen und so weiter. Verfolgt ihr denn auch, was die Konkurrenz macht? Also ich sage jetzt mal gerade so Trash-TV. Da gibt es ja momentan, ist ja wirklich mega. Du machst einen Fernseher an, da hast du entweder Promi Big Brother gehabt, du hast das Sommerhaus. Seid ihr denn auch privat solche Trashies, dass ihr euch das auch anguckt und guckt mal so, was die anderen da so treiben? Oder ist das so, ja? Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich gucke es nicht regelmäßig, aber ich lese sehr viel darüber und weiß, ich bin immer auf dem neuesten Stand. Ich weiß immer, Okay. wer gerade gewonnen hat oder wer was gemacht hat, wer rausgeflogen ist. Aber ich bin kein Mensch, der jetzt sagt, so, jetzt gehe ich nach Hause und gucke jetzt Big Brother oder ist es zufällig, man ist gerade zu Hause, weil die Geschichte ist immer schnell erzählt, finde ich. Ne? Man liest es und man weiß, ah, okay, ne? Man kennt die Leute ja auch irgendwie und man weiß die Charakteren auch. Und deswegen, meistens lesen wir uns da durch. Das wird eh überall, ne? Ob das die Bild-Zeitung ist, Promiflash oder wie auch immer. Es ist ja immer direkt, bam, ne? Das und das ist passiert. Deswegen. Ja, aber da gibt es auch eine witzige Anekdote. Ich hatte jetzt ja gerade irgendwie da so ein Oh. bisschen was gehabt mit Gloria Glumack im Man Internet. hörte Und das davon, genau, das wollte ich auch noch fragen. Das und ich, kommt und alles ich habe noch. ja, ich hab ja irgendwie gesagt, dass mir Gloria eigentlich leid hat, aber ich hätte vielleicht doch mal ein bisschen mehr Trash-TV gucken können, weil ich habe mich irgendwie gewundert, dass sie im Sommerhaus ist. Ich habe mich vertan. Ich habe gedacht, Gloria Glumack wäre die Ex-Freundin von dem Bauer, von diesem Patrick Romer, die ja letztes Ist die Jahr doch? vor. Die letzte oder vorletzte Jahr drin War war, die das aber das nicht? war die Antonia. Das Ich hat die habe Antonia, Gloria die mit Blonde, Antonia genau, also. verwechselt. Genau, diese Ja, die Antonia, die gleiche. tat mir halt unheimlich leid, weil es unter dem Patrick so gelitten hat. Ja, Das ich war gar nicht weiß jetzt. Gloria. Jetzt weiß ich ganz genau. Ich weiß jetzt. Ja, Also Gloria tut mir auf jeden Fall Gloria. nicht leid, mir tut Antonia leid. Ich Gloria und Antonia, ich genau. hab die beiden einfach verwechselt. Ja. Aber die Ja, sehen weil gar nicht Gloria gleich und aus, Patrick ne? waren noch zusammen beim Promi-Büßen, meine ich, ne? Da war doch Gen irgendwas, da klingelt ja, gerade. sag ich doch. Ja, Wir reden genau. jetzt vom Sommerhaus. Und deswegen war Ja. ich irritiert, dass Gloria mir gesagt hat, sie ist ja der Star aus dem Sommerhaus, Ja. weil ich mit ihr gar nichts anfangen konnte. Ich habe halt nur Ja, gedacht, wirklich, ja, wir können was uns gar macht die nicht daran denn? erinnern. Ich habe gedacht, was macht die denn zweites Mal dann? Ja. Ja, da frage ich mich halt immer, ich meine für die Zuschauer, ne? Also gerade jetzt auch damals mit Erik Sindermann und dir, das war ja echt immer so, man hat dann so am Handy gesessen und gedacht, ach, was ist denn jetzt passiert? Und hat sich da so durchgeguckt, ist ja jetzt Ja. bei der Gloria und bei dir ähnlich. Hat man da, weil ich wollte jetzt gerade fragen, hat man da Spaß bei, wenn man das macht? Oder ist das so, ja, wenn sie mir blöd kommt, komme ich hier auch blöd? Oder weißt du, wie ich meine? Also ist das so, warum Also ich muss entsteht ganz so ein Bild? ehrlich, also ich muss ehrlich sagen, ich habe natürlich Spaß daran, wenn solche Leute wie gerade Gloria Glumack, die versuchen, etwas, einen blöden Kommentar zu schreiben, zu einer Sendung, zu einem Protagonisten, obwohl sie im Vorjahr auch selber dabei war. Das ist für mich natürlich ein gefundenes Fressen. Ich habe das, schon öfter gesagt. Ich bin natürlich, auch wenn ich jetzt nicht groß bin in dieser Branche, ich bin aber seit vielen, vielen Jahren dabei. Ich bin sowas von gut connected. Und ich weiß über sehr, sehr viele Leute unheimlich viele Sachen. Und dann ist das natürlich so ein Geschenk für mich, wenn so eine Gloria daherkommt und meint, irgendwas Doofes sagen zu müssen. Das hat mich ungefähr eine halbe Stunde und zwei Anrufe gekostet. Da habe ich erstmal schon mal rausgekriegt, dass mindestens 80% ihrer Follower gekauft sind. Plus alles Weitere, was ich öffentlich gemacht habe. Da Das muss man stimmt. einfach damit rechnen, wenn man gegen mich schießt, dann kriegt man halt einen Spiegel vorgehalten. Und dann kriegt man natürlich auch das Echo zurück. Und damit muss man rechnen. Und damit werden auch noch andere Leute rechnen müssen. Weil Gloria war zwar jetzt vielleicht der Anfang, aber sie wird nicht der Ende sein, das Ende sein, weil in ein paar Wochen werde ich mich über den nächsten auspacken, der mit umgekommen ist. Und
Es wird noch einiges passieren in dieser Branche. Ja, aber das Schlimme ist ja, dass die Gloria da wohnt, also unter diesem Beitrag geschrieben hat, alles fürs Fernsehen. Du warst nur in Promi-Büßen, ich war im Sommerhaus. Jetzt fangen wir schon an zu messen, was besser ist und was schlechter. Und dann hat sie zu ihm gesagt, du Hässlicher. Und da sage ich mir immer, die Leute meckern immer, wenn man sie irgendwie angreift oder aufs Äußere, weil Gloria weiß ganz genau bestimmt, wie sich das anfühlt, wenn man beleidigt wird, weil sie war ja auch mal, erstmal Hochachtung, dass sie überhaupt geschafft hat, so viel abzunehmen. Und ich finde das auch gut, wenn man so viel Kraft da hat und das auch schafft, weil ich weiß, wie schwer das ist. Wir wissen alle, wir essen alle wahrscheinlich gerne und wenn man mal einfach mal 5, 6 Kilo runter haben will, das ist schon schwer. Aber diese Frau hat wirklich etwas geschafft und das finde ich auch gut. Aber sie weiß auch, wie das ist, wenn man gemobbt wird. Und das ist Mobbing. Jemanden aufs Äußere zu beurteilen, du bist ey, du Hässlicher, das bildet die sich ein. Die hat sich mit mir noch nicht Ich bin angelegt. halt nicht der Sag, Schönste. warte doch mal. Das regt mich richtig auf bei dieser Frau, dass die die Menschen persönlich angreift. Man kann sich streiten. Man kann mal sagen, ey, bist du bescheuert, bist du blöd oder irgendwie so. Aber sobald jemand aufs Äußere reduziert wird und beschimpft und beleidigt wird, so, also das ist für mich unterste Schublade und das sind Leute, die können sich nämlich nicht ja, normal unterhalten oder diskutieren oder sich streiten. Die müssen direkt ihren Assi-Pack-Slang auspacken und die Leute beleidigen, damit sie ganz vorne ist. Aber damit hat sie sich selber ein Eigentor geschossen, schwöre ich der. Und sie weiß hoffentlich guckt sie das auch. Ich bin keiner, der hier angreift oder sich streiten möchte. Aber wenn mein Mann beleidigt, dass er hässlich ist, also der soll sich auch mal warm anziehen und vorsichtig sein. Ich kann auch anders. Also sowas geht gar nicht. Das ist für mich unterste Schiene asozial. Die Ja, vergeht aber nicht. das, ich finde, bei sowas merkt man bei euch immer, dass ihr echt zu, ihr haltet wirklich zusammen, ne? Also egal, was jetzt ist, ob es jetzt beim Boxkampf war oder da, also das ist so, der eine steht für den anderen ein. Das Es ist sehr mache schön, ich dass es das auch. im Reality noch gibt, muss man ja auch wirklich mal sagen, ne? Ihr Das seid ja auch mache schon ich lange auch. krank zusammen. Ja. Aber bist du. Ich lasse ihn immer selber alles machen und ich hätte mich jetzt auch nicht eingemischt bei den zwei. Ich hätte Gloria und ihn, hätte ich gesagt, okay, macht euer Ding, streitet euch, ich habe damit nichts zu tun. Aber sie hat angefangen, meinen Mann äußerlich zu beleidigen und das geht einfach gar nicht und sowas hasse ich. Und da sage ich mir, dann soll sie mal an mir vorbei. Und ich sehe sie wahrscheinlich auch in nächster Zeit mal, Aber ich habe, bestimmt. genau deswegen, Und ich hab eine ich freue Idee. mich schon drauf und ich bin gespannt, wie sie mich angreifen möchte. Sie hat richtige große Klappe überall. Sie beleidigt alle und meint, die wäre halt die Krone auf. Das ist so eine, ich will es gar Aber nicht. Schatz, du weißt ja, Erik hat von mir auch schon mal eine Torte ins Gesicht gekriegt. Bald ist der RTL Reality Award. Vielleicht wäre es ja mal was, wenn ich Gloria eine Ich Torte ins hatte Gesicht eben auch klopfe. so das Promi-Boxen schon im Das. Kopf, hab gedacht, naja gut, wer Na gut, weiß aber das gegen schon. Gloria boxen würde ich nicht, weil das würde ich garantiert verlieren, weil ich kann halt nicht boxen, wie man gesehen hat. Ich Hat sollte das alles machen, eigentlich lange, bis bis auf Boxen? auf Boxen kann ich ruhig alles machen. Hat das bei euch eigentlich so ein bisschen, ich wollte gerade sagen, Narben hinterlassen, aber andere Narben, also jetzt nicht körperlich, so dass man im Nachhinein denkt, so, boah, nee, das ist schon irgendwie ärgerlich mit dem Boxen, also der Ausgang, oder war das so, ja, was jetzt und jetzt ist auch die Also, Sache gegessen? tatsächlich hat es bei mir wirklich körperliche Schäden hinterlassen, nicht, Ja. also geistige nicht. Aber durch diese ganze Geistig. Umstellung, geistig, es war mir egal, war lustig gewesen. Im Endeffekt gucke ich da heute mit dem Boxkampf an, muss auch drüber lachen. Aber tatsächlich habe ich halt körperlich extrem leiden müssen. Ich war ja auch, also der Boxkampf stand ja damals kurz vorm Abbruch, weil ich ins Krankenhaus gekommen Ja. bin. Ich habe seitdem extreme Gallenprobleme und muss mir jetzt im November leider die Galle entfernen lassen, weil halt Ja. durch vieles Training, Lebensumstellung und generelle Umstellung auch Schläge auf die Galle und sowas. Ist meine Galle halt leider kaputt gegangen und die muss jetzt im November rausgenommen werden. Auf jeden Fall, ja. Also noch ein Termin für den. Ja, okay, das ist aber kein schöner Termin, aber es ist noch ein Termin für dieses Jahr. Ja, Okay. aber es Na. geht schnell. Zack, alles, was man nicht braucht, raus bei mir. Raus damit, Ja. genau. Kein Stress Ach, mehr für mich machen. auch. Schon auch noch ein Termin. Wir gehen beide Genau. unter das Messer. Genau Genau, so. egal. Egal. Was macht Ja, die Desiree Lisa. denn? Möchte sie das erzählen? Eine Schönheits-OP. Ah, okay. Ja, da wird was gemacht, ja. Okay, dann sind wir weiter gespannt und stalken weiter die Stories. Genau. Hört mal, ich muss jetzt nochmal zum Ende, ich muss nochmal auf das Promi-Büßen kommen. Also ich quatsche jetzt einfach mal so, was ich denke und ihr sagt mir oder du sagst mir, was du sagen darfst und was nicht. Als ich gehört habe, dass du dabei bist, so, dann hat es ja nicht lange gedauert, dann gab es hier dieses Posting auch von dir, ne, so von wegen hier, was man dann so postet, ich bin da, ab so und so viel. Und irgendwo stand halt auch wirklich nach dem Motto Jörg, der immer ins Fernsehen will oder irgendwie sowas oder der ins Rampenlicht möchte, so, ne, das ist so, weil ich habe mich ehrlich gesagt gefragt,
Was macht das? Also, bist du jetzt ein Reality-Star, der es mehr als andere darauf anlegt, irgendwie ins Fernsehen zu kommen? Ich dachte für mich jetzt ehrlich gesagt Nein. nicht. Und wir hatten ja auch das Interview schon miteinander geführt. Da hast du mir noch, man merkt sich ja immer so ein, zwei Sätze. Und dann hattest du auch gesagt, ja, du magst diesen Begriff Promi nicht, weil, ne, es ist irgendwie so prominent und so, das ist nicht so das, was du eigentlich magst. Und da habe ich mir gedacht, das passt doch eigentlich gar nicht so wirklich zusammen. Das sind ja auch keine Texte, die ich verfasse, das verfasst ja eher die Das Presse. Natürlich, wenn ich angefragt werde oder wenn sich halt irgendwelche Chancen ergeben, dann bin ich natürlich froh, wenn ich dabei bin, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich um alles reiße. Also, vor allen Dingen, bei mir ist es ja so nochmal was anderes. Ich kriege ja auch von meinen ganzen Kollegen kriege ich ja auch immer so ein bisschen so Seitenhiebe ab, weil ich ja einer der wenigen bin, die es halt nicht wegen der Kohle machen. Ich würde ja, glaube ich, sämtliche Formate wahrscheinlich sogar umsonst machen. Ich mache es aber nicht, weil ich möchte natürlich Sag's nicht nicht. so laut. Ich möchte natürlich nicht die ganze Branche kaputt machen, aber wie gesagt, da kriege ich schon von allen anderen Leuten Seitenwind. Wie man ja auch sieht, sind ja auch viele Neider dabei. Aber tatsächlich ist es nicht so, dass ich mich jetzt um Sachen reiße. Aber ich glaube, das zeigt natürlich auch, weil wir haben im Laufe der Jahre haben wir immer Sachen gemacht. Kleinigkeiten, große Sachen, mittlere Sachen und sowas. Wir lassen es auf uns zukommen, weil wir möchten halt einfach in den nächsten Jahren einfach stattfinden. Wir setzen nicht alles auf eine Karte und sagen jetzt, wir müssen jetzt 2025 durchstarten, wir müssen das Format machen. Ganz ehrlich, wir haben Zeit. Und wenn wir mal, vielleicht haben wir mal das Glück wie so eine Gloria, dass wir auch ins Sommerhaus kommen. Ganz ehrlich, ob wir jetzt 2025, 26, 27, 28 oder auch gar nicht reinkommen, das ist uns relativ egal, weil wir leben unser Leben so, wie wir wollen. Und wir werden auch noch in 10 Jahren hier und da mal im Fernsehen stattfinden, aber wir legen es halt nicht Ja, drauf an. und warum das natürlich immer so steht, ne, hier, er möchte ein großer Reality-Star werden, wie auch immer, und reißt sich da drum. Was machen die anderen denn? Ich frage mich immer, solche Leute, die sagen immer, ey, alles fürs Fernsehen. Ja, was machst du? Was sind die anderen? Oh, der ist famegeil. Ja, du ja auch, sonst wärst du jetzt nicht da. Also, alle Leute, die ins Fernsehen gehen, sind famegeil. Natürlich, ich gebe zu, natürlich. Möchte Fame sein, sonst würde ich das nicht machen. Also, dann würde ich meine Türe zuschließen, zuziehen und sagen: So, nee, ich möchte nicht, dass die Menschen mich kennen. Ich finde das toll. Ich möchte mich mit den Menschen unterhalten. Ich finde das geil, Menschen kennenzulernen, die man niemals auf einem normalen Weg kennenlernen würde, ne? Weil die kommen dafür. Zum Beispiel, wenn ich einen Auftritt habe, ey, wie die zu mir kommen und sagen: Können wir ein Foto machen, können wir was trinken zusammen, können wir ein bisschen quatschen. Die hätte ich doch niemals heute Ja, kennengelernt. klar. Ich finde Ja. das mega, mega aus. Woher die auch alle kommen und so. Und man, teilweise gibt es Freundschaften daraus. Man macht sogar Urlaube schon, man fährt dahin und so. Und natürlich sind wir Fame geil, wenn man das so ausdrücken kann. Dabei, aber alle sind das. Und aber wir sind keine Stars. Das wollen wir wahrscheinlich damit sagen. Wir sind keine prominenten Stars. Ne? Wir sind Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und gerne, Und wie gesagt, ja. wir reißen uns halt nicht um die Jobs, weil Aber wir haben Bock drauf. uns ist halt viel wichtiger, konstant stattzufinden. Immer wieder mal, dass man irgendwie jedes Jahr sagen kann, okay, man hat vielleicht das gemacht, dieses Jahr haben wir ein paar kleinere Shows gemacht, dafür machen wir im nächsten Jahr ein paar größere Shows. Man weiß es nicht, Ja, und wir aber. haben unsere Jobs, wir verdienen unser Geld. Und ich habe schon mal eine Ausbildung gemacht vor Jahren. Also ich bin ja nicht direkt eingestiegen und gesagt, so alles andere ist mir egal und habe mich an übermorgen gedacht. Und wenn ich jetzt morgen keinen Job hier im Fernsehen bekomme oder in keine Show reingehe, dann wird mein Haus nicht zusammenbrechen oder so. Also wir haben unser Geld und wir verdienen weiterhin Geld. Und das ist nicht unser Hauptjob. Natürlich ist das ein schönes Nebeneinkommen, wenn man sagt, so, guck mal, wir haben jetzt hier das und das verdient damit und so, komm, wir machen mal einen schönen Urlaub davon. Oder wir gönnen uns mal was Schönes. Das stimmt, da freuen wir uns auch drüber. Aber das ist nicht, dass wir jetzt, wenn wir jetzt keine Jobs kriegen, jetzt an Hungernot leiden würden oder so. Also wir verdienen weiterhin unser Geld und haben auch alles schon beendet, was man eigentlich anfängt. Also mit den Leuten, mit einer Ausbildung, man geht mal arbeiten, man macht mal normale Jobs und so, das haben wir alles schon hinter uns. Ja, das Deswegen hört ist das sich jetzt eigentlich erschreckend deines bodenständig Alter. an, hör mal, wenn ich so zuhöre. So, hör Ja, mal. alles Okay, sind just wir auch. Wir sind mega bodenständig und for fun. genau, just for fun. Und wir achten halt darauf, dass der Hauptjob halt nicht darunter leidet, weil ich Ja. weiß ja, ja, Geld verdienen ist heutzutage nicht mehr so einfach und wir sind froh, was wir haben und wir nehmen uns das mit. Und wenn wir dann so einen Job haben und man geht mal vielleicht in Big Brother House oder Temptation oder irgendwie sowas, dann freuen wir uns. Das ist Ja. geil. Wir sind dabei, wir haben wieder neue Leute, wir sind im Fernsehen, worauf wir auch Bock haben und man kriegt sogar noch was dafür. Na, wie Ja, geil. besser geht's doch gar nicht. Toll. Ja. Ja, dann wäre jetzt meine letzte Frage. Ihr habt jetzt das Sommerhaus erwähnt, auch Big Brother gerade. Gibt es denn irgendwas, wo ihr sagen würdet, da habe ich Bock drauf? Weil ich gerade so gerade beim Sommerhaus, da sagt man ja immer, der böse Sommerhausfluch und so weiter. Hättet ihr generell auf sowas Lust?
Also da, also wir sind Ja. für ich sag mal, für drei große Sachen sind wir tatsächlich im Gespräch. Okay. Ist noch nicht spruchreif, ist noch ein bisschen sehr früh. Ich denke, dass nächstes Jahr einiges passieren wird, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall sind gerade ein paar große Sachen in der Planung. Sehr Und Bock schön. haben wir natürlich auf alles. Also Wir haben voll Bock. es gibt, glaube ich, nichts, Habe ich worauf ja jetzt wir schon der, keinen eine Bock halbe Stunde haben. erzählt, wie viel Bock wir Ja. haben. Am meisten Bock hätte ich tatsächlich darauf, irgendwo ans andere Ende der Welt im Dschungel nackt rumzulaufen, irgendwo selber zu gucken, wie kann ich mich jetzt Nackt. ernähren, wovon trinke ich, was esse ich und sowas. Auch sowas hätte ich mal Bock. Ein Abenteuer, Ja. sowas wie Good Luck Guys oder sowas. Ja. Da hätte Ja, ich da gab es tatsächlich auch letztens irgendwie Lust. das Survival. Nee, wie hieß das denn? Da gab es auch eine Serie auf. Boah, was war das denn? Doch, Survival, Es irgendwie gibt sowas, ne? Wo, sowas wie ja. Naked Survival, gibt es zum Beispiel auf D-Markt. Finde ich mega. Du bist einfach nackt, du sitzt und Okay, bei Palmen mir waren sie davor, angezogen, aber gut, schmeißt das kannst du auch nackt machen, Also das macht er alles wahrscheinlich. mal ohne mich, weil ich habe richtig Angst vor Spinnen, vor allem was Ja. krabbelt, das ist richtig ekelhaft. Er sagte mal, du müsstest dafür in den Dschungel gehen, damit du geheilt wirst. Ey, die Leute würden verhungern erstmal da drin. Also ich wäre auch ein Kandidat wahrscheinlich, der jeden Tag in irgendeine Prüfung müsste und ich keine Prüfung machen kann, weil ich nicht ins tiefe Wasser gehen kann, weil ich habe Angst davor, wie tief, also ich vor Ja. Tiefe. Ich weiß nicht, was da unten abgeht. Wenn da auf einmal eine Schlange hochkäme, hätte ich einen Herzinfarkt nochmal. Dann habe ich Angst, alles, was so krabbelt, fliegt und was nicht alles. Also die Leute würden sich nur über mich aufregen. Ich würde jeden übertreffen, also mit Shows. Also ich würde, also jeden Tag reingewählt. Definitiv. Und dann muss man ja auch noch, was das Schlimmste ist, zum Schluss, falls ich es schaffen würde, nicht in die Prüfung zu gehen. Aber zum Schluss müssen noch alle, ne? Dann kriegen die hier so Ameisen, kriegen hier Ja. so rote und die beißen. Oh Ist mein doch geil. Gott, ey, Ich ich würde diese würde essen. schreien. Stell den Ich ganzen merke Tag schon, sie kriegt hier aufschreien. die Krise und Jörg ist nur am Grinsen die ganze Zeit. Also ich Ja, meine, ich würde mich freuen. müsstest du Voll dann in dem Fall drauf. alleine machen. Ich würde die Ameisen sogar essen. Oh nein, das könnte. Oh nein. Ich habe da voll Gott. still, ach, gruselig. Ja, aber ich find's wirklich schön. Man hört raus, ihr habt da Spaß dran. Das ist jetzt, also vielleicht ist es auch sehr naiv jetzt von mir, aber ich glaube das einfach mal. Es ist nicht nur für das Geld, sondern ihr habt wirklich Spaß an dem, was ihr macht. Ihr habt euch da euren Traum auch Klar. verwirklicht auf Mallorca. Ich gönn's euch und ich wünsche euch alles Gute für das, was noch kommt. Und ich werde bei Vielen Promi-Büßen Dank. einschalten und auch bei dieser ominösen anderen Sendung, von der ich noch nicht so viel weiß, aber von der ich Hey, vielleicht das bald ist mehr wirklich weiß. kurz. Das sind zwei Termine, die kurz aneinander liegen. Also Okay. Leute, aufpassen. Einschalten. Wird spannend.